Hallo. Wie immer, ich bin faul, habe ich es mir direkt mal hier gemütlich gemacht, vor der Oberhafenkantine. Eine ganze süße Eckbank und heute bei dem wunderschönen ersten richtig milden Frühlingstag. Habe auch gerade einen stillen Moment ausgenutzt, weil die Oberhafenkantine liegt direkt unter einer Bahn. Aber das macht nichts. Wir gehen natürlich mal rein und wollen uns mal das Geschehen innen drin mal genauer anschauen. Dann gehen wir hier durch einen wunderschönen Eingang. Ach, vor allem dieses total nette Backsteinhaus, das gefällt mir schon so. Die Tür, die hat Zug. So, jetzt geht's rein. Und das Tolle ist, da mussten wir einmal hier so rüberschwenken, weil es ist richtig schief hier drinne. Vielleicht sieht man das gut mit der Kamera. Wir haben hier drinnen eine 5-Grad-Neigung. Das ist so nett und total einzigartig für ein wunderschönes Lokal in der schönsten Stadt der Welt. Und das Tolle ist, dass sich das allein schon vom Bild her außen wunderbar von den hochmodernen Gebäuden der Hafen City abgrenzt. Finde ich sehr schön gemacht. Die Liebe zum Detail erkennbar. Wunderschöne Holztische mit einer wunderschönen Holzbank. Die Wand in einem weißen, einem Creme gestrichen, sieht so ein bisschen aus wie ein Latte Macchiato, finde ich sehr, sehr ansprechend. Und hier gibt es neben Getränken, die hier übrigens an der wunderschönen Bar ausgeschenkt werden, gibt es natürlich auch wahnsinnig viel Gutes zu essen. Tada! Überraschung! Das ist Sven Förster, er ist der Leiter von der Oberhafenkantine. Sven, was gibt es denn hier alles für unser leibliches Wohl? Ja, moin erstmal. Wir haben hier eigentlich die typische Hamburger Hausmannskost. Nicht nur Hamburger, also auch so ein bisschen norddeutsch, aber hier kriegt man halt von Kleinigkeiten wie Frikadelle, Bratwurst, unsere spezielle Weißwurst, auch selbstverständlich Hauptgerichte wie Lapskaus, Matthias Hausfrauenart und unseren berühmten Hamburger. Der berühmte Hamburger, was ist das? Das ist ein Hamburger, ganz normal, wie man ihn kennt, mit einem Rinderpatty drinne und dann mit Rotweinzwiebeln, Speck und Spiegelei. Spiegelei im Burger, das hört sich nicht nur sehr extravagant, aber auch lecker. Ich esse sowieso alles. Wie teuer ist denn der Burger? Der Burger kostet zum Beispiel bei uns 8,50 Euro. Wir haben im Pendant dazu noch einen Fischburger für die Leute, die nicht unbedingt Fleisch möchten. Und ansonsten liegen wir preislich so zwischen 3,50 Euro bis 13,50 Euro mit unseren Gerichten. Das ist total bezahlbar. Was mich noch interessieren würde, Sven, das Haus ist ja wirklich so knuffig puristisch, also wirklich in seinem Urzustand gehalten. Wie schafft es, dass so ein Haus sich durchsetzt bzw. von so Bestand halten, sich halten kann, wenn man sich jetzt hier draußen natürlich die großen hochmodernen Gebäude in der Hafen City anschaut? Tja, Tradition sagt alles, würde ich sagen. Glaube ich auch. Wie lange seid ihr jetzt schon hier im Geschäft? Wir sind jetzt seit letztem Jahr im Februar hier und haben diesen Ort lieben und leben gelernt. Ne? Das stimmt, vor allem leben gelernt. Hier muss man sich ein bisschen so ausbalancieren, wobei, wenn man ein bisschen was getrunken hat, dann fällt es, glaube ich, gar nicht mehr auf. Ich finde es total schön, ein wirkliches Highlight. Gute Gourmet-Küche muss nicht teuer sein. Findet man hier direkt in der Oberhafenkantine, hier direkt Hafen City. Ein Blick rein und ein näherer Blick auf den Teller lohnt sich.